So, Video läuft, okay. So, hallo liebe Leute von Facebook, YouTube, liebe Mittelalterfreunde. Zuerst lade ich mal noch ein paar Freunde ein. Das ist so das übliche Ritual. So, alle Freunde einladen. Dass da auch mal mehr Leute zugucken. Kleinen Moment. Fertig? Jawohl. Okay, heute geht es mal um das Thema Mittelaltermärkte, Ritterfeste, Lob und Kritik. Im Hintergrund läuft gerade die Musik von Adrian von Ziegler. Das ist jetzt gerade das Lied Freedom. Und zwar, ihr seht, ich habe mir jetzt auch ein bisschen gewandelt. Das ist eine Kettenhaube, so ein bisschen billige Kettenhaube, ist aus Aluminium. Dann hier meine Tunika, hier mit dem Drache. Drachensymbol, blauer Umhang und ja. Ja, Mittelaltermärkte. Ich war jetzt letzte Zeit nicht mehr so oft auf Mittelaltermärkte. Es gab ein paar Sachen, wo ich sage, okay, da war ich enttäuscht. Es gibt natürlich ein paar Sachen, wo ich sage, das war großartig. Ja. Also Lob und Kritik. Die Kritik soll auf jeden Fall eine positive Kritik sein. Aber auch Kritik muss sein, weil nur durch Kritik verbessert man sich ja und kommt ja weiter. Also man, es ist ja immer schön, wenn man gelobt wird, ja. Aber man muss ja auch sagen können, was zu verbessern ist. Weil es ist ja so, ich bin ja auch der zahlende Gast, der zahlende Kunde auf den Mittelaltermärkten, ja. Und ich habe auf jeden Fall das Recht zu kritisieren, weil ich schon seit Jahren auf Mittelaltermärkten bin und den ich schon, da schon viel Geld gelassen habe, obwohl ich eigentlich nicht viel Geld habe, ja, habe ich für dieses teure Hobby doch sehr viel Geld gelassen. Und von dem her möchte ich natürlich auch mal Punkte anbringen, wo einfach sagt, das müsste man auf jeden Fall mal verbessern. Also mal vorweg, was ist eigentlich das Ziel von einem Mittelaltermarkt und von so einem Ritterfest? Was ist eigentlich das Ziel? Ich sollte das mittelalterliche Leben sehen, wie die Leute gearbeitet haben, wie die Leute gewandert waren, wie die Leute gesprochen haben. Und vor allem möchte ich als Gast oder so Besucher der Mittelaltermärkte mich in diese Welt voll und ganz hineinleben. Ja. Und das wird einfach bei manchen, vor allem von manchen Veranstaltern, einfach falsch gehandelt und das wird auch oft vergrämt. Also, was mir zum Beispiel stört, also was zum Beispiel gar nicht geht, ja, wenn ich auf den Mittelaltermarkt gehe und es gibt kein Met, ja, zum Beispiel, da geht schon los, okay. Ich trinke unfassbar gern Met, also normal, jeder normale Mensch, viele Leute, die trinken ja zum Beispiel Bier oder Wein, ja, aber auf dem Mittelaltermarkt gehört einfach Met dazu, weil einfach das ist das alte, altgermanische Trunk, den man im Mittelalter viel getrunken hat und so. Und ich komme dann auf ein Mittelalterfest, also vor allem sind es so Burgfeste, und dann sehe ich auf einmal, kein Met, was geht denn, ja? Kein Met, was geht? Also Met ist absolut wichtig, das muss einfach sein. Oder auch, dass zum Beispiel der Met-Ausgang ist, ist mir auch schon vorkommen. Leute, das geht gar nicht. Ja. Da verstehe ich keinen Spaß. Ja. Also Met ist zum Beispiel das Erste, wo ich sage, okay, das ist absolutes Muss. Ja. Das ist mal das Erste. Dann der zweite Punkt ist, mir fehlt auf dem Mittelalter, auf den Märkten oft Musik. Es ist nicht immer für Musik gesorgt. Also Musik ist deswegen wichtig. Ja, wenn ich im Hintergrund mittelalterliche Musik höre und ich setze mich vor dem Lagerfeuer, dann kann ich mich so richtig in meine Rolle reinversetzen und ich kann auch richtig in diese Welt hineinträumen. Weil der Mensch sieht, nimmt ja nicht nur Sachen mit dem Auge wahr, sondern auch mit dem Gehör zum Beispiel. Ja? Geschmackssinn, Gehör, Auge, das muss ja alles passen. Das ist schon mal der nächste Punkt, was zum Beispiel zum Kritisieren ist. Also ich finde es ja immer schön, die Gaukeleien und so. Und ich habe auch schon die Turniere schon oft genug gesehen. Also das brauche ich nicht immer haben. Aber Musik, mittelalterliche Musik muss auf jedem Mittelaltermarkt. Das ist ein absolutes Muss. Ja. Das zum einen. Jetzt, kurz im Moment, jetzt mache ich mal kurz schnell ein kurzes Intermezzo. Ich gucke noch, ob ihr alle eingeladen habt. Ja, okay, passt. Entschuldigung. Okay, also weiter geht's. Also auf jeden Fall Musik, absolut wichtig auf Mittelaltermarkt. Dann der nächste Punkt ist Klamottenstände, Kleidungsstände. Ja. Warum? Ich gehe auf den Mittelaltermarkt und ich möchte mich doch immer informieren und mal schauen, was gibt's Neues und was würde zu dem und dem passen und wie kann ich die Kleidung vielleicht kombinieren.
Deswegen ist ein Klamottenstand, wenigstens ein Klamottenstand, also absolutes Muss. Ja, also das muss als Standard sein. Ja. Okay, was war noch schlecht? Ja, guck, einmal zum Beispiel war was, also nicht, dass ich was gegen Hunde habe, aber einmal war es echt heftig. Da war ich mal auf einem Mittelaltermarkt und da sind zig Hunde, also da waren viele Hunde, Alter, und zig Hunde sind da frei rumgerannt, haben sich gegenseitig da halb totbissen und haben da, also neben mir haben zwei Hunde, waren Hundekampf, habe ich live, neben mir war live Hundekampf erlebt. Ja, also das geht gar nicht, also Hunde müssen an der Leine sein. Also ich bin ja nicht, als Anarchist bin ja nicht so viel Gesetze und Verbote, aber wenn es die Leute einfach nicht blicken, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss jetzt verboten sein, aber so als Appell an die Hundehalter, bitte nimmst du euren Hund an die Leine, mal, was soll denn das? Weil für mich ist das ein Albtraum. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Ich hocke jetzt, also ich hocke mir jetzt hin an den an den Platz und so und am Tisch ist ein Hund und so und ich trappe dem Hund jetzt auf den Schwanz oder so oder trapp auf den Fuß und der beißt mich jetzt. Jetzt stellt euch doch mal das Bild, was könntet ihr machen, wenn ihr von einem Hund auf dem Mittelaltermarkt gebissen worden seid? Also, Hose ist kaputt, ja, der beißt euch, jetzt, ihr habt saumäßig Schmerzen. Was ist dann? Der Markt ist im Arsch, ja, der ist es also quasi, ihr habt euren Eintrittsgeld umsonst bezahlt, weil es ist, ihr habt es Ärger, ihr habt die Wut, ihr habt den Stress, ja. Also, das zum Beispiel, das geht gar nicht, ja. Also, das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, also, das darf auf dem Mittelaltermarkt auf jeden Fall nicht sein. Dann, was ich kritisieren muss, ist einfach, dass die Gewandung der nicht gefordert wird. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Mittelaltermarkt gehe und dann möchte ich eigentlich, also dass ich natürlich auch vergünstigt rein komme. Manchmal ist es auch so, dass man, wenn man gewandt ist, wenn man vollgewandt ist, kommt man vergünstigt rein in den Mittelaltermarkt. Das ist gut, aber leider nicht auf jeden. Ja. Da gibt es dann zum Beispiel so Sachen wie zum Beispiel, dann hat es so einen Gutschein gegeben, so ein billiger Gutschein, wo Getränkegutschein für 2 Euro und wo man dann, also da waren wir am Wochenende, am Samstag kannst du die Gutscheine noch geben, am Sonntag, wo wir hinkommen sind, hat es keine Gutscheine mehr geben, ja. Und das ist das zum Beispiel, was mich ankotzt, ja. Ich meine, hey, schaut's mal, ihr wollt da auch, dass die Leute von den Klamottenständen auch ihre Gewandung auch an den Mann bringen, dass die auch Geld verdienen, ja. Und ihr wollt doch auch, dass mehr Leute auf den Mittelaltermarkt gewandelt gehen, um einfach dieses mittelalterliche Feeling zu erzeugen, ja. Und wenn das nicht der Fall ist, also ich muss doch das da irgendwie fordern, ja. Wenn ich einen Mittelaltermarkt machen würde, dann würde Gewandete kostenlos, also reinkommen. Also würde ich sagen, jeder Gewandete kommt kostenlos auf den Mittelaltermarkt, ja. Und so würde ich denn das auch als Veranstalter, wenn ich jetzt Veranstalter wäre, da würde ich das auf jeden Fall fordern, ja. Die Gewandung fordern. Und dann würde ich ja mal einen Mittelaltermarkt machen, wo also quasi wie ein Gewandeten-Treffen ist, gleichzeitig Mittelaltermarkt und Gewandeter-Treffen ist, wo dann das Pflicht ist, dass jeder gewandet ist. Zwar schon breit gefächert, ja, also von Römerzeit bis Renaissance und so und auch Fantasy wäre okay, ja, also Herr der Ringe etc. Aber auf jeden Fall muss dann gewandet sein, ja, auf dem Gewandeten-Treffen. Und dann würde ich auch sagen, auch zum Beispiel, jetzt haben wir noch den Punkt, wo ich noch kritisieren muss, ja, also von den Veranstaltern, von den Verkäufern, also die sind super gewandet, ja, also super gekleidet in Mittelalterklamotten und dann auf einmal Designerbrille, ja, moderne Brille. Ja, wie scheiße sieht denn das aus? Das macht doch das ganze Bild kaputt, ja. Also, was spricht denn dagegen, wenn ich mir Kontaktlinsen reinmache, wenigstens an diesem Tag, oder ich besorge mir so eine mittelalterliche Brille. Es gab im Spätmittelalter Brille, das waren so die Brillen mit den Holzrahmen und so, und in der Mitte war das Glas. Bisschen globig, ja, aber das wurde doch dann eher dazu passen, also dann zieh doch halt sowas auf, aber doch keine moderne Brille. Für was gewandt ich mich denn? Hallo, ja, ich gewandt mich super toll und dann plötzlich so scheiß kack moderne Brille, das geht gar nicht, ja. Ja, also das finde ich einfach scheiße und ich würde auch einfach auch mal so Zelte machen, ich würde sagen, dass man nicht auf dem Markt, also wenn jetzt das gewandete Treffen ist, also richtig verstehen, dass man dann Zelte macht, wo man dann die Zigaretten in dem Zelt raucht, ja, wo man dann auch beim Handy telefonieren kann, aber jetzt auf dem Markt nicht, ja. Und so wurde die Authentizität aufrechterhalten, nämlich mit dem Ziel, dass, also ich finde einfach am Mittelaltermarkt, das wäre so das Ziel, so meine Vorstellung, müsste so sein, dass wenn man das jetzt filmen würde mit der Kamera, dass man das, diesen Film dann quasi einbetten könnte in einen Fantasy-Film zum Beispiel, ja, oder einen Mittelalter-Film.
Und es wäre kein Problem, weil es wäre alles total authentisch, es gäbe da nichts Modernes und so. So muss ein Mittelaltermarkt sein, richtig authentisch. Ja. Okay, dann war mal das andere Extrem, also was heißt anderes Extrem? Eigentlich auch nicht, aber ja, also jetzt erzähl's mal, ich bin einmal auf so ein Bundfest gegangen und dann hat es plötzlich geheißen, wir kommen nicht als Gewandete rein, weil wir nicht genau im 13. Jahrhundert gekleidet waren. Leute, da habe ich den Rauch nicht gelassen. Also da hört bei mir der Spaß auf. Ja. Ich komme ewig weit weg, ja, bin mein Mittelalterklamotten gewandet und da wollte man mich nicht reinlassen, weil ich nicht genau im 13. Jahrhundert gekleidet war. Ja. Da wird jetzt jemand vielleicht sagen, ja, aber Jürgen, das willst du doch, du willst ja Authentizität. Ja. Falsch, weil nämlich die ganzen Leute, da müsste man so machen, dass die Besucher ja auch gewandet sein müssten im 13. Jahrhundert. Ja. Also da müssen wir ja schon, wenn schon, denn schon, da müssen wir auch sagen, ja, die Besucher müssen dann auch alle so gewandet sein. Also das finde ich einfach total Schwachsinn. Ja. Also schon, ich finde schon, Historien, Fantasy, Mittelaltermarkt, das wird ja dann passen, wenn man Breitgefängnis Gewandung erlaubt, aber gewandet müsste halt dann sein. Also das ist dann schon, also auf jeden Fall. Ja, also bei sowas geht ja nicht. Also wie gesagt, und vor allem, da habe ich dann auch gestimmt, ich habe auch kein Problem. Also das ist jetzt wirklich auch an diese Veranstalter und an die Leute. Ich habe kein Problem, mich zum Beschwerer, ja, auch das publik zu machen, wenn mir das nicht passt. Also ich misse da schon ein bisschen auf die Leute, die als Besucher das Geld ja lassen, so wie ich jetzt, auch ein bisschen auf deren Wünsche eingehen, ja. Weil sonst geht er nicht mehr hin und ich würde es boykottieren und dann würde auch andere dazu aufrufen, dass ich den oder den Mittelaltermarkt dann boykottiere. Da habe ich kein Problem, ja. Also, weil so geht es ja nicht, ja. Also, wie gesagt, das ist jetzt so, nennt es das bitte nicht böse, also, wenn sich da jemand angesprochen fühlt. Es ist eine positive Kritik, aber das ist schon was, wo man sagt, okay, das müsst ihr halt verbessern, ja. Also, weil sonst, hat sich das für mich, ja. Dann feiere ich mich selber, feiere meine eigene Mittelalterfeste bei mir an der Terrasse draußen, ja. Aber ich würde das halt dann auch publik machen und sage, also, das ist für mich dann kein Mittelaltermarkt, sondern es ist einfach nur Betrug, ja. Hier werden die Leute einfach nur abgezockt und das geht einfach nicht, ja. Also, so weit einmal, ja. Also, wie gesagt, Med muss sein, Gewandung fordern, Musik muss sein, mittelalterliche Musik muss auf jedem Mittelaltermarkt sein. Hunde ankleint, ja. Was habe ich jetzt noch gesagt? Ja, Gewandung fordern, also beim Eintritt, ja. Dass man sagt, okay, mehr, dass man wirklich mal guckt, dass man vergünstigt reinkommt und dass man auch das fordert, dass auch die Menschen dann in die Klamottenstände reingehen und kaufen. Also Klamottenstände, Musik, Gewandung, Med ist ein absolutes Muss auf dem Mittelaltermarkt. Dafür zahle ich Geld, ja. Ich bin auch gern bereit, vielleicht ein paar Euro mehr zum Zahlen. Aber wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich mir das merken und werde dann an mir hingehen und werde das dann boykottieren. Und ich stehe mit der Meinung nicht allein. Ja, das sind auch andere, die so denken. Ja. Und wie gesagt, und wenn es krass kommt, krass ist, ich habe mich auch schon mal beschwert beim Veranstalter und so und habe dann auch das Feedback gegeben, dass sie das auch versuchen zum Ändern. Also so weit muss es ja nicht kommen. Ja, aber wie gesagt, also deswegen spreche ich das ja jetzt an, ja. Dass man das einfach die Missstände sind auf den Mittelaltermärkten, wo man wirklich verbessern sollte, ja. Weil ich will mich in diese Welt hineinfühlen. Also ich liebe die Fantasy im Mittelalter, aber wenn ich mich da einfach nicht wohlfühle und wenn ich mich dann nicht mehr hineinfühlen kann in das Ganze, ja, dann hat es das für mich, ja. Dann habe ich die Schnauze voll, auf gut Deutsch gesagt, ja. Okay, das war's mal soweit. Mittelaltermärkte, Ritterfeste, Lob und Kritik. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal Spiritual Anarchist und teilt das Video. Und ja, also dann und bis dann. Macht's gut.